Raritarium. Oh, Raritarium. Oh ja, geil. Raritarium wird irgendwie nicht so von weitem eingesammelt, ne? Lol, hier ist auch noch ein Bolt. Hier ist auch noch ein Bolt. Als ob. Hier ist ja alles auf einmal direkt. Raritarium, Goldbolt, Holoplan. Kann so weitergehen. Hm. Vielleicht kann man diese Brücke irgendwie herablassen. Ja. Bestimmt. Nur wie? Ich hab keine Ahnung. Soll ich da drauf schießen? Gut, das hat's nicht gebracht. Okay, man muss das Zahnrad vielleicht abschießen. Das bringt jetzt nicht so viel. Hä, was muss ich denn machen? Hier! Lol. Lol. War schon ein bisschen seltsam, denn dass Goldbolt und Holoplan direkt an einem Ort waren. War schon ein bisschen, ist schon ein bisschen komisch. Hä? Lol. Ich stehe da vor der Waffentyp. Waffe aufrüsten. Alpha-Spalter. Mehr Damage. Und mehr Bolts. Dann ist er auf komplett Maximum. Hat jetzt 9000 Damage. Ist klar. Vermittler können wir da noch? 470, das reicht nicht, ne? Können die Plasma-Pirsch schon noch aufrüsten. Gesagt, getan. Ja. 300.000 Money. Moin. Ach, hier kommt doch gleich wieder dieser komische Piraten-Heidi da mit seinen komischen Kackkugeln. Ja, cool, dann fliegen doch schon die Kugeln. Ich sehe es doch schon. Das war irgendwie absehbar. So, Weapon. Ich würde mal sagen. Boah, macht das ein Damage. Ja, komm, wir holen auch mal den Vermittler. Was wollt ihr denn? Okay, einfach mal da. Wuhu! Ich brauche mehr Muni. Ich habe keine Muni. Was holen wir denn? Kreisling. Mäusen. Die muss eh gelevelt werden. Wuhu! Irgendwie bringt das irgendwie gar nichts, ne? Doch. Ah, endlich. Schicksalsklingen, yo. Nice. Dann können wir Messer klauen nehmen, ne? Oh Leute, ich bin tot. Oh, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß neu machen. Also, was können wir denn für dich tun? Naja, egal. Egal, Messer klauen, mehr Muni? Vermittler? So, da sind die auch mal gelevelt. Sehr gut. Oh, der Typhoon-Werfer muss ja auch noch. Das ist auch noch teuer. Ne, den level ich nicht. Aber Pyro muss noch gelevelt werden, unbedingt. Ja, das mache ich als nächstes. Pyro oder den Vermittler mit der Munition hier. Mit dem Damage. Naja. Aber mehr Muni für die Messerklinge ist schon nicht schlecht.
Alter, wir kriegen so unglaublich viel Damage, ne? Das ist eigentlich nicht so gut. Hä? Hallo? Gegner? Hallo? Ach da! So. Ja, okay, die kann ich nicht mit denen besiegen. Pyro. LOL! Der ist neben mir gespawnt! Und hat mich so gekillt! Als ob! Und wenn man übrigens nicht getroffen wird, dann, werden die Klingen irgendwann, ihr seht, die sind jetzt rot. Jetzt sind sie rot. Eben waren sie orange. Und jetzt sind die auf den, auf Crit-Modus, glaube ich. Das heißt, die machen jetzt super viel mehr Damage. Weil die sich so langsam steigern. Das ist so ein Melee-Combo-Bonus, will ich das mal nennen. Ja, ihr seht, guck mal hier. Bam, 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 bam. Die sehen jetzt voll krass aus. So, jetzt muss ich wechseln, glaube ich, ne? Alpha-Spalter oder Vermittler? Ich nehme Vermittler. Mäuse. Hä? Wo schießt der hin? Hä? Wo schießt der denn hin? Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Der hat komplett falsch geschossen, einfach. Lol. Ich konnte während der Sequenz schießen. Ciao. Haben wir noch Muni? Da haben wir Muni. Oh, besser Cloud, okay. Und das bleibt sogar gespeichert. Oh, das finde ich ja nice. Das finde ich ja nice. Und wir sind bei 38 Minuten. Hashtag 38 Minuten Folge. Sollten wir dem Rumgestank folgen? Oder mache ich... Ah, ich mache einfach eine längere Aufnahme. Ich mache einfach eine Stunde Aufnahme und dann kann ich das wieder. Ist jetzt auch nicht die Welt. So, Raritanium. Gönnen wir uns. Nice. Aha, hier kann man hoch. Und ich sehe noch ein kleines Raritanium-Light hier. Wir müssen noch den zweiten Goldball finden. Vermittler, okay. Ah, Hilfe! Alter, visier doch die Typen an! Alter! Oh, er hat sie one-hitted. Alles klar. Ist hier irgendwo ein Bolt? Okay, Partner. Was können wir denn aufrüsten? Das kostet 1400. Ja, komm, 1000 für den Schaden. Let's go. Ist hier irgendwo noch eine Magnetbahn, die irgendwo nach unten führt? Nee. Da. Ach so, jetzt bauen wir wieder die Helipods. Nein, da. Nicht da unten. Da unten nützt mir das nichts. Oh, hier kommt ein Bosskampf. Oder? Ja, das sieht sehr nach Boss-Battle aus. Okay. Wir bleiben mal mit dem besser Clown. Zerstör die feindlichen Kanonen. Oh. Oh, die sind schon down. Wir müssen diese Kanonen deaktivieren. Down.
Wow, doch voll nice. So. Oh, Mist. Keine Mutti mehr. Pyro. Ich sehe nix. Ich wurde getroffen. Oh, nice. Danke. Wir nutzen den Alpha-Spalter. Ich glaube, damit sind die Kanonen One-Hit. Ciao. Pyro! Danke. Besser klauen. Okay, down. Ich hatte keine Muni mehr. Fuck it. Ey, die Besserklauen sind zwar geil, aber die sind scheiße. Weil du davon so unglaublich viel Muni verbrätst. Und das Level geht auch echt nicht gut. Also, du musst irgendwie fünfmal komplett Munition auffüllen, bevor du das erste Level erreichst. Da jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen, ey. Wir werden beschossen. Jetzt hat er die da oben anvisiert, ey. Hab ich doch schon, Clanky Boy. Wir könnten auch einen giftigen Schwärmer mal hier so aufstellen. Ja, das wird helfen. Das wird helfen. So, wo sind die Kanonen? Hallo, Kanonen. Ach, da seid ihr ja. Endlich upgraded. Wait. Ladeschwärmer. So. Oh, die Range von dem Ding ist auch so heftig. Zerstöre die feindlichen. Ja, wo? Wo denn? Da! Hey, ich brauche noch Nanoschwärmer. So. Die sind schon mal down. Komm raus. Ciao. Ja, Nanoschwärmer hilft schon sehr. Der ist schon sehr, sehr hilfreich hier. Ich glaube, wir haben es aber jetzt geschafft, ne? Alles klar. Ciao. Der ist auch bald gelevelt, glaube ich. Der Alpha-Spalter. Dann wird der zum Nova-Spalter oder so. Ich hab da irgendwas im Kopf, da deswegen. Nova-Spalte. Hi, Kumpane! Tanz den Jig und feiere dein. Piratendasein. Piratendasein. Ja, yeah, let's go dance. So nice immer diese Dancings. Moin. Ciao. Oh baby. Oh baby. Vermittler.
muss richtig krass Kohle sammeln jetzt erstmal. Einfach wegballern, einfach alles durchballern. Ich sehe nicht mal, wo ich hinlaufe. Kein Plan. Und hier gibt es den zweiten Gold Bolt. Pyro. Sehr gut. Wir haben richtig gut abgeräumt mit dem Bonus. Sehr nice. Okay. Was können wir denn für dich tun? Aufrüstung, Vermittler, Damage. Größere Radius. Ne, ich gehe jetzt erstmal hier auf den beiden Damage noch hier. Und dann hole ich mir noch den einen Munitionsding und dann das Fragezeichen. Würde ich mal sagen. Alter, wir haben 400k. Ich will unbedingt die Rüstung haben. Aber wir holen uns jetzt erstmal den Gold Bolt. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie man da dran kommt. Aber da oben ist der drin. Da in dieser Röhre. Und man muss da irgendwie reinkommen. Aber ich weiß nicht mehr wie. Man kommt da irgendwie hin, aber frag mich nicht wie. Ah, hier. Hier. Magnetschiene. Ist ein bisschen versteckt. Sieht man nicht zuerst, ne? Also. Ist schon ein bisschen secret. So. Hier gibt es erstmal wieder ein Vieh. Vermittler, würde ich sagen. Und Alpha Boost. Ich weiß, ein Alpha Boost hätte gereicht, aber ich will den Vermittler ja auch leveln. Kreiselrad, ja, das ist jetzt die Challenge. Ist nicht so ultra schwer. Muss nur ein bisschen langsamer sein, weil hier ist irgendwo der Goldbolt. Und dann kommt man wieder hier aus. Ist ganz easy. Moin, Piraten. Ich würde dem einfach einen Rumkrug in die Hand drücken. Nach oben! Zu deiner nächsten Platz! Nach oben! Nach oben! Zu deiner nächsten Platz! Nach oben! Nach oben! Nach oben! Nach oben! Du würdest hier nicht aufmucken, Kleiner. Vielleicht gehört dir eingebläut, dass man sich vor Piraten scheut. Der war gut, Captain. Das reimt sich ja. Klappe. Ei, Captain, bin schon still. Macht euch bereit zur großen Schlacht. Jetzt wird der Lombax eingemacht. was stand da? Schieß auf Slacks? Was? Erstmal die fetten Waffen rausballern. So, die kann man kaputt machen, okay. Okay, schon mal die ist weg. Sehr gut. Okay, was kommt jetzt? Ah, jetzt kommen diese Battles. Okay. So, gönnt euch. Oh, hi. Alpha Spalter. Aua. Hä, warum? Hey, spring doch da drüber!
Und da ist auf V5 und hat 10.000 Damage. Alpha-Kanone heißt die jetzt. Oh, schade, ich dachte Nova. Nova. Dingsbums. Also, wir haben so wenig live. Ich glaube. Wir gönnen uns mal jetzt eine Egelbombe. Hat ja. Nicht so viel gebracht. So. Sind geheilt. Zumindest ein bisschen. Und nutzen nochmal Alpha-Kanone. So. Macht richtig guten Damage. Noch einen zweiten davon. So. Okay, dann die Pyro. Jetzt bin ich in dieses scheiß Feuer gelaufen, ey. Oh, das Ende ist jetzt nah. Oh, es ist Albi. Ein helles Licht, Licht am Ende des dunklen Tunnels. Oh. Frauenzimmer, soweit das Auge reicht. Jede mit einem Glas Rum und einem Lächeln für den alten Slag. Lebe wohl, grausame Galaxie. Lebe wohl. Captain? Captain? Nein! Unser neuer Captain, der Brusthol einer eingängigen Piratennamen. Der gefürchtete Richard vielleicht. Was? Ich bin euer neuer Captain? Ei, so lautet der Kodex. Danke, ich nehme lieber den Dimensionator. Richard, wir dürfen ihn kein einziges Mal benutzen. Er ist zu gefährlich. Schon klar. Die Lombaxe haben ja noch nie was Nützliches erfunden. Es ist nicht logisch, das Gerät zu benutzen, weil wir die Gefahr kennen. Welche Gefahr? Weißt du, seit dem Raketenschlitten bist du nur noch eine tierische Nerv... Quark, was machst du denn hier? Dem Universum beweisen, dass ich ein Superheld bin. Ich bin auch Strumpfhosenvertreter, aber hauptsächlich mache ich das Superhelden-Ding. Quark, leg den Dimensionator hin. Jetzt soll mein Name endgültig in die Annalen der galaktischen Geschichte eingehen, weil ich diese teuflische Vorrichtung in ein schwarzes Loch werfe. Keine Sorge, Captain. Das Schiff nimmt Kurs auf den nächstgelegenen Planeten. Welcher Planet ist das? Der Heimatplanet der Kragmiten, Captain. Ruben! Oh, wie schnell. Planeten downloaden, wenn ich Kronks Funkeinheit anzapfe. Los, sag ihnen, wir treffen uns vor der Stratosphäre des Planeten. Na los, wir müssen zurück zu Aphelion. Vor allem, wie schnell hier er hier. Leute, da liegt doch was. Wie schnell er hier so. Ah, da bist du unser neuer Captain. Ja, tschüss. Und das müsste der Kartomat sein. Du hast den Schatzkartomat erhalten. Dieses tolle Gerät enthüllt alle versteckten Bereiche und Goldbowls. Unentbehrlich für den modernen Piraten. Report? Willkommen im Grummel. Ist das der letzte Planet? So. Wir haben aber alle Goldballs, glaube ich. Also. Der letzte Holoplan, ich weiß, wo der ist. Der ist auf dem letzten Planeten. Also so viel weiß ich. Und wir müssten eigentlich alles haben. Wir gucken jetzt nochmal. Alle Karten einfach durch. 1 von 1, 2 von 2 und Holoplan. Hier gab es keinen Holoplan. Nix. Hier fehlt nur einer, ja. Da gehen wir jetzt zuerst hin. Stimmt, einer fehlte uns. Das war der hier von Planet Ukov.
Der wird an einer ganz doofen Stelle wird der sein. Irgendwas, was wir vergessen haben. Ja, der wird irgendwo hier wahrscheinlich. So, wir gucken. Sehen wir irgendwo einen grünen Bereich? Nein, doch da. Da wird er angezeigt. Aha. Okay, doch bei diesem... Oh, ich weiß, wo er ist. Ja, ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Jetzt, wo ich es sehe... Und jetzt, wo ich mich gerade erinnere... Ist er nicht in der Mitte des Riesenrads? So eine Plattform? Oh, da kommt gerade so eine Erinnerung hoch. Oder ist es da? In der Mitte muss man sich einfach irgendwie runterfallen lassen oder so? Oder? Nee, okay, in der Mitte ist es nicht. Hä? Aber dann ist er irgendwo hier. Ich gucke jetzt auch nicht auf die Karte, wo genau. Irgendwo hier. Hier oben? Oh! Ich glaube nicht. Ne, ja, gut. Das war's nicht. Okay, dann muss ich jetzt doch mal auf die Karte gucken. Hey, was ist das denn dann? Ah ne, der ist weiter. Der ist nicht beim Riesenrad. Der ist in der Stage dahinter. Das machen wir jetzt nur in der Folge und dann ist eh schon wieder vorbei. Die ist irgendwo nach oben. Hä? Dann haben wir den irgendwie blöd verpasst, leider. Oh, jetzt kommt dieses scheiß Riesenrad wieder, ne? Oh, ich hasse es. Lol. Ich habe mich gerade in der Luft festgehalten. WTF. Hilfe. Oh, scheiß drauf. Nehmen wir einmal Damage. Oh, das macht ja gar... Hä, 3 Schaden? Ja, komm. Da warte ich doch nicht. Da gönne ich mir direkt hier Abkürzung und let's go. Oh, jetzt kommt dieser Scheiß wieder. Ich hasse es. Ich hasse es. Und... Oh! So gerade geschafft. Okay, der ist hier irgendwo. Ja. Hä? Aber wo? Hallo, Hilfe. Wo ist der hier? Wo ist der? Irgendwo hier hinten dran? Hä? Ich gehe gerade genau darauf zu. Also irgendwo hier. Oh, lol. Als ob. Als ob. Die sind doch Egelbomben-Munition gewesen. Als ob. Das war schon, ja. Der war schon fies. Dass man hier so rumspringen kann. Ich meine, wenn du bis hier hingehst und das siehst, dann denkst du dir auch so, what the fuck, einfach nur. Ja, okay. Der war heftig. Jetzt müssen wir einmal noch durch diesen Kram durch. Und dann absichtlich mehr eingebaut.
Ha, all the damage. Easy. Loser. So, dann hauen wir hier ab und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.